herzlich willkommen beim ersten Streaming-Konzert von dem Variaceto-Konzertzyklus. Ist jetzt das erste Mal mit Livestream-Setup über Twitch und über Facebook. Es waren viele Einstellungen zu tun und ich habe bis zuletzt getüftelt. Ich hoffe, Klang, Video und die Übertragung passen jetzt großteils. Falls nicht, können Sie mir das gerne schreiben. In der Pause kann ich den Chat dann lesen. Das erste Stück, das Sie jetzt gehört haben, war von Jules Massenet, einem französischen Komponisten und der hauptsächlich für seine romantischen Opern bekannt war. Zum Beispiel Thais und Werther. Er war auch Kompositionsprofessor am Pariser Konservatorium und dieses Stück stammt auch von dort. Er hat nämlich für Prüfungen ein Blattspielstück komponiert, das haben Sie gerade gehört. Und ja, man hört, es ist recht klein angelegt, aber auf kurzen Raum gibt es schon sehr viele rhythmische, kontrapunktische, das Zusammenspiel und auch harmonische und artikulatorische Raffinessen. Und ja, man kann recht viel schon zeigen, was man alles kann bei der Aufnahmeprüfung, bei dem Konservatorium. Als nächstes Stück werden Sie jetzt von Rossini, das ist jetzt eine Generation vor Massenet, also wir sind eher in der Klassik, das Duetto per Violoncello e Contrabasso werden. Das ist jetzt im Vergleich zu Massenet etwas größer angelegt. Drei Sätze, Allegro, Andante, Mozza und Allegro. Nochmal Allegro. Und Rossini war ebenso wie Massenet für seine Opern bekannt, aber wie gesagt, wir sind jetzt eher in der Klassik, das italienische Bel Canto, der schöne Gesang, dafür war er besonders bekannt. Und ja, das Stück war ein Auftragswerk eines Londoner Cellisten, der später übrigens auch Bürgermeister von London werden sollte, aber ja. Und die Motivation dahinter von dem Auftrag war höchstwahrscheinlich, der Rossini war mit dem damals berühmten Kontrabass-Virtuosen Dragonetti gut befreundet. Und ich war wahrscheinlich die Motivation, dass er gerne mit Dragonetti ein Duo spielen wollte und es war ein guter Vorwand, dass er ein Stück in Auftrag gab, nämlich dieses Duetto, das Sie gleich hören werden. Und ja, es ist für beide Stimmen recht virtuos, also ich hoffe, er hat gut verspielt. Und man hört in dem Werk schon Anklänge von der Opera Buffa, für die Rossini so berühmt war. Also man, im dritten Satz hört man wirklich so dieses Parlando, das gesprochene, perlende, hört sich in der Stimme an und sehr witzige Wendungen in der Harmonie. Und der zweite Satz hört sich auch wirklich wie eine Aria an. Ich wünsche viel Vergnügen. Thank you.
Thank you.
Ja, das war Rossini, Giacomo Rossini. Der letzte Satz wirklich macht auch Spaß zu spielen, wie in einer komischen Oper, das Finale im letzten Satz. Gut, als nächstes, wir bleiben in der Klassik, nämlich bei einem böhmischen Komponisten, Van Hal, und der in Böhmen aufgewachsen, aber er lebt unter anderem auch in Italien und auch in Wien, speziell. Er hat über 1300 Kompositionen geschrieben, also 1300 Kompositionen. Und eine besondere Ausnahme zur damaligen Zeit, er lebte nur von der Komposition und ein bisschen Unterrichten auch zusätzlich. War damals eher nicht üblich, normalerweise hatten sie Mäzene oder haben an Höfen gearbeitet zusätzlich noch. Gut, und ja, auch heute ist das als Komponist alleine zu leben auch immer schwieriger, also hat sich insofern nicht so viel geändert. Als letztes Stück schon vor der Pause von Georgi Makoschwili, ein georgischer Komponist, Kontrabassist und auch ein Dozent, unter anderem am Mozarteum. Und er hatte als Student selbst hat er ein klassisches und ein Jazzstudium genossen, und die Fusion von diesen beiden Einflüssen und auch ein bisschen georgische Musik hört man, denke ich, aus den beiden Stücken heraus. Tango Beats Jazz Duette, das erste Duett, beziehungsweise eigentlich das zweite Duett, aber wir drehen es um, wegen Dramaturgie. Das zweite Duett von ihm, sechs kleine Geschichten, werden Sie vor der Pause hören, und in der Pause, die etwa 15 Minuten dauern wird, es gibt wieder einen Countdown, und nach der Pause hören Sie dann den Tango von ihm. Da hört man Piazzolla-Anklänge, ein bisschen argentinischer Tango, ein bisschen Jazz, ein bisschen Klassik. Viel Vergnügen. Sachen anschalten noch. Wir sind beim Warnheim, das ist wunderbar. Und schalten auf Live. Thank you.
Vielen Dank. Das war der erste Teil vom Baricello-Konzertzyklus, dem ersten Streaming-Konzert. Nach der Pause geht es dann auch weiter mit dem ersten Stück aus diesem Duo. Die Pause wird etwa 15 Minuten dauern, der Countdown läuft dann hier. Und wenn Sie wollen, können Sie gerne in den Chat auch etwas schreiben. Ich werde mich dazwischen wieder hinsetzen, vielleicht ein bisschen schauen, wer was geschrieben hat, antworten und ein bisschen einfach begrüßen. Gut, holen Sie sich was zu trinken. Erledigen Sie vielleicht notwendige Gänge und wir sehen uns in 15 Minuten wieder. Schöne Zeit bis dahin.
Hallo, hallo. Willkommen in der Pause vom Baricello Stream. Ich habe hier auf der Auf dieser Seite habe ich den Chat eingerichtet. Da sehen Sie, was Sie hineingeschrieben haben. Falls Sie mit mir reden wollen oder einfach Hallo sagen wollen, können Sie das jetzt dann richtige Seite. Ja, können Sie das jetzt tun und ich kann zurückgrüßen oder beantworten, was auch immer. Gut, hat schon jemand geschrieben? Schauen wir mal rein. Ja, mein Moderator hat schon einiges geschrieben. Meine Tante hat Hallo gesagt. Hallo Tante. bin ich schon. Okay, ich habe also automatische Chatbots auch eingerichtet, die waren anscheinend zu streng. Wenn Links oder bestimmte Wörter gepostet werden, wird das gelöscht. Ich vermute, bin ich schon, so wie man sein Bot war, Joe Kimichi. Der Bot ist ein bisschen zu streng. Leider funktioniert das nicht. Kurze Nachrichten sollten aber kein Problem sein. Short messages shouldn't be a problem, but a bot I've installed is a little strict with the rules. No links and so on. Gut. Wir werden uns dann auch ein bisschen noch warm spielen. Ich hoffe, bis jetzt gefällt es Ihnen. Und ich hoffe, es hat nicht allzu starke Einbrüche bei der Internetverbindung oder irgendwelche klangliche Probleme gegeben. Wie ich schon vorher gesagt habe, war recht spannend, bis zum Schluss das alles funktioniert. Mikrofoneinstellung scheint recht gut jetzt zu passen, was ich lese. Genau, übrigens, es gibt auch auf der Seite, ist bei Facebook wieder etwas schwierig zu finden, aber auf der Seite des Streams müssen Sie auch diverse Links finden zum Baricello-Konzertzyklus, wie beispielsweise dem Programm von heute. Einmal habe ich mich, glaube ich, auch ein bisschen zu spät umgeschalten. Das letzte Stück war Vakuoschwili. Ich denke, wenn ich es richtig im Kopf habe, war ziemlich lange jetzt Rossini noch da. Aber in der zweiten Hälfte kommt Vakuoschwili eh nochmal, also er bekommt auch sein Rampenlicht. Und ja, Newsletter gibt es, wo Sie sich anmelden können und per E-Mail dann immer Informationen, einmal im Monat etwa bekommen und zu den Konzerten, können Sie sich jederzeit wieder abmelden. Und ich denke, da oben rotiert es auch, der Eintritt ist heute frei. Normalerweise gibt es immer einen Eintrittspreis, wenn wir vor Ort spielen, aber wir würden uns sehr über freie Spenden freuen. Da gibt es hier unten auch, können Sie mit QR-Code einscannen mit Handy oder es gibt auch auf der Seite. Gibt es auch den Link dazu für die freie Spende. Sonst, wir haben eine neue Website, würden uns freuen, wenn Sie mal vorbeischauen. Da sind auch alle Informationen zu den kommenden Konzerten schon oben, soweit man derzeit planen kann. Das ist ja alles ein bisschen unsicher. Aber ja, ich denke mal, es scheint heute recht gut zu laufen. Wir haben auch viel Publikum. Wenn es nicht klappen sollte aus irgendeinem Grund, dann können wir auf Livestream umschalten. Ist nächstes Mal eine Barock-Besetzung und auch eine Dozentin der Universität für Darstellende Kunst, Musik und Kunst Wien wird auch einen Vortrag halten über Barockmusik und wie man sie interpretiert. Also gerade für speziell Interessierte sehr interessant. Und ja, ich denke, ich werde ein bisschen Pause mehr doch gönnen. Der Countdown läuft inzwischen weiter, den ich eingeschalten habe. Wir sehen uns in der zweiten Hälfte. Viel Vergnügen!
Ja, das war Tango Parados, wieder von Makashvili, dem georgischen Komponisten und auch ein bisschen Jazzig angehaucht. Und ein Tango, also wirklich im Sinne von Piazzolla. Es geht weiter mit, muss ich schnell umschalten, das Stück. So, sind wir dort, ja. Damit Sie mitlesen auch können. Von Thomas Christian David, die Sonate für Cello und Kontrabass. David war ein österreichischer Komponist, Oberösterreicher, um genau zu sagen, und unter anderem auch ein Flötist, also ganz in einer anderen Region, als das Sie auch heute hören werden, von der Tonhöhe, und auch ein Dirigent und Chorleiter. Und er war unter anderem Professor am Mozarteum und auch an der Universität für Darstellende Kunst und Musik Wien. Und seine Studenten sind auch von modernen Kompositionen, gibt es einige, die recht bekannt sind, wie zum Beispiel Lachenmann und Dahlmann. In der modernen Szene recht bekannt. Gut, das Thema, also es ist eine Variation, und das Thema ist von seinem Vater komponiert, der ebenso ein Musiker war und auch Chorleiter. Und das Choralische vielleicht auch ein bisschen im klassischeren Sinne noch, hört man beim Thema auch sehr gut heraus. Die Variationen vom Sohn sind dann wesentlich moderner im Vergleich dazu. Und als letztes Stück vom Programm, dann vom Jean-Baptiste Barrière, wir gehen wieder ein bisschen in der Zeit zurück. Thomas Christian Davids ist ein noch lebender Komponist. Nein? Ich habe mich geirrt. 2006, die Nachkommen sind leben noch, aber er ist 2006 gestorben, aber ein zeitgenössischer Komponist, kann man sagen. Und Jean-Baptiste Barrière sind wir wieder zurück beim Barock. Und er war in der damaligen Zeit der bekannteste, wahrscheinlich bekannteste Cello-Virtuose im Barock. Und wir sind im Zeitbereich 1730. Damals war in Frankreich die Gambe noch wesentlich beliebter, aber Jean-Baptiste Barrière etablierte auch in Frankreich als Cello-Virtuose das Cello und es wurde dann auch mehr komponiert dafür. Vielen Dank dafür. Gut, und das ist eine Sonate Nummer 10, ursprünglich für zwei Celli geschrieben, also auch, und jetzt aber für Kontrabass auch arrangiert. Und ja, recht virtuos, macht Spaß zu spielen. Wir wünschen viel Vergnügen, hoffentlich auch beim Zuhören. Thank you.
Das war das Programm. Das war das erste Streaming-Konzert vom Mariocello-Konzertzyklus. Herzlichen Dank fürs Kommen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich werde noch ein bisschen Werbung einschalten. Unser nächstes Konzert ist dann... Oh, warte, für die Werbung kann ich gleich den Titel auch noch ändern. Unser nächstes Konzert ist dann am 26. Juni mit einem Barockprogramm auf historischen Instrumenten auch. Das heißt Barockcello, Barockgeige und Cembalo mit Starnsaiten und Barockbogen. Und hoffentlich, wenn alles klappt, wird das dann wieder live im Borg sein, im Festsaal des Borgs in der Neustadt. Und ja, bei Facebook müssten Sie jetzt auch beim Stream noch eine Umfrage sehen. Das wäre auch die Frage generell, würden Sie gerne nochmal einen Livestream-Konzert sehen? Ja, nein oder ja, immer, ja, nur wenn es Corona-bedingt nichts stattfinden kann. Ja, Ihre Meinung würde mich interessieren sehr. Und ja, der Eintritt heute ist frei, aber wir freuen uns sehr über freie Spenden, wenn es Ihnen gefallen hat. Sie finden den PayPal-Link auf der Seite in den Beschreibungen oder unten in den Beschreibungen. Oder es kommt dann auch noch so ein QR-Code, mit dem Sie beim Handy einscannen könnten. Gut, es hat uns sehr gefreut. Ich hoffe, für Sie war es auch sehr schön. Wir wünschen noch einen schönen 1. Mai. Wiederschauen.